إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. Alles Lobgebet Allah, den Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ist es, den wir lobpreisen, und Allah ist es, den wir um Vergebung bitten, und Allah ist es derjenige, den wir um Rechtleitung bitten, und Allah ist derjenige, den wir bitten, dass er unsere Sünden verbirgt und sie verdeckt und nicht preisgibt. Wir suchen Zuflucht vor dem Übel unserer Seelen und vor dem Schlechten unserer Taten. Derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet wird, der ist wirklich recht geleitet. Und derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre geleitet wird, für den wirst du niemanden jemals lieber finden, der ihn dir auf den richtigen Weg leiten könnte. Liebe Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, O die ihr glaubt. Fürchtet Allah so, wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten. Und sterbt nicht anders, denn als Muslime, als Gottergebene. Und Allah sagte weiterhin, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat, aus einem einzigen Wesen. Und aus diesem hat er seine Gattin erschaffen. Und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen erschaffen. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr in der Verwandtschaftswand bittet. Und fürchtet Allah, wahrlich Allah ist Wächter über euch. Und Allah sagte weiterhin im Buche Allahs, O die ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht gefestigte Worte, dann wird er dafür sorgen, dass eure Taten rechtschaffen sind und eure Sünden vergeben. Und derjenige, der Allah gehorcht und seinem Gesandten, der hat einen gewaltigen Sieg errungen. Liebe Geschwister, normalerweise ist es geplant, dass wir, oder war es von mir geplant, auch an dem heutigen Tag über einige Ereignisse des jüngsten Tages zu sprechen mit euch. Doch die Notwendigkeit hat mich dazu gebracht, dieses Thema heute abzuändern und über etwas anderes mit euch zu sprechen. Eine Problematik, die sich leider in vielen Häusern von unseren muslimischen Geschwistern ereignet, und meistens sind dann eben die Schwachen, und die Schwachen gemeint sind damit die Frauen und die Kinder, diejenigen, die darunter leiden müssen. Liebe Geschwister, das Thema ist das falsche Verständnis der Gehorsamkeit des Ehemanns gegenüber. Wenn jemand von euch gefragt würde, muss ein Ehemann seiner Ehefrau gehorchen, dann wird jeder sagen, ja, muss er. Aber wenn jemand gefragt würde, was sind die Bedingungen dafür und in welchem Fall muss er gehorchen, in welchem Fall nicht, dann wird es dann vielleicht jetzt enger und man findet nicht unbedingt die richtige oder komplette, vollständige Antwort darauf. Zunächst einmal, ich möchte mit euch über drei Aspekte in diesem Zusammenhang sprechen. Der erste Aspekt ist die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Ehefrau verpflichtet hat, ihrem Ehemann prinzipiell zu gehorchen. Dafür gibt es eindeutige Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zu diesen Aussagen gehört die folgende. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, es steht einer Frau nicht zu, wenn ihr Ehemann zu Hause ist, zu fasten, es sei denn mit seiner Erlaubnis. Und es steht ihr ebenfalls nicht zu, jemanden in sein Haus reinzulassen, es sei denn mit seiner Erlaubnis. Dieser Hadith ist in Sahih al-Bukhari überliefert worden. In einem anderen Hadith, liebe Geschwister, in Sahih ibn Hibban, überliefert Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam folgendes gesagt hat. Wenn eine Ehefrau ihre 5 Gebete verrichtet, im Monat Ramadan fastet, ihre Schamteile hütet, ihrem Ehemann gehorcht, dann wird zu ihr gesagt werden, am Tag der Auferstehung, du darfst in irgendeinem Tor eintreten vom Paradies. Durch irgendeines dieser 8 Tore des Paradieses
such es dir aus, du darfst dadurch eintreten. Dieser Hadith, der Sheikh al-Albani, das Allah Ta'ala sagt, ist Sahih al-Jami' al-Sahir, dass er Sahih ist. Das heißt, die Tatsache, dass ein Mann prinzipiell das Recht dazu hat, auf Gehorsamkeit der Frau, ist eine Sache, die eindeutig festgelegt ist in mehr als einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Im zweiten Aspekt über dieses Thema möchte ich allerdings die Frage stellen, ist diese Gehorsamkeit dem Ehemann gegenüber eine absolute Gehorsamkeit? Das heißt, muss sie in jedem Fall ihrem Ehemann gehorchen, egal was er sagt, egal wie sinnvoll und sinnlos es ist, egal ob es haram oder halal ist? Die Antwort liegt auf der Hand, nein, das ist nicht der Fall. Denn diese absolute Gehorsamkeit gegenüber jemandem steht nur Allah subhanahu wa ta'ala zu und seinem Gesandten, weil er von Allah zu uns geschickt worden ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam machte uns mehr als deutlich, dass er sagte, Gehorsamkeit gibt es nur in vernünftigen Dingen. Unvernünftig ist zum Beispiel, dass du zu deiner Ehefrau sagst, du hast das nicht das Recht, mit mir zu widersprechen. Du hast nicht das Recht, deine Stimme vor mir zu erheben. Du hast nicht das Recht, eine andere Meinung zu haben als ich. Ich habe schon entschieden, deswegen sei ruhig. All diese Begriffe, liebe Geschwister, die verletzend sind, sind zweifellos nicht gemeint vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und schon gar nicht, wenn der Ehemann etwas anordnet, was verboten ist. Wie zum Beispiel, dass er zu ihr sagt, geh nicht in die Moschee. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, verbiete nicht der Ehefrau, in die Moschee zu gehen. Oder dass er zu seiner Ehefrau sagt, nein, dein Vater, deine Mutter und weiß nicht, wen von deinem darfst du nicht besuchen, obwohl die Verwandtschaft gehören. All diese Art von Befehlen, liebe Geschwister, sie sind so viel wert, wie den Müll in den Mülleimer schmeißt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man darf einem Geschöpf nicht gehorchen, wenn man dabei Allah gegenüber, dem Schöpfer, ungehorsam ist. Fertig, aus. In diesem Zusammenhang möchte ich euch ein Zitat vorlesen von einem der bekanntesten Gelehrten unserer Zeit. Er ist mittlerweile verstorben. Möge Allah ihm barmherzig sein. Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Er sagte, in Bezug auf die Gehorsamkeit den Eltern gegenüber. Und ihr wisst, dass die Gehorsamkeit den Eltern gegenüber kommt nach der Gehorsamkeit Allahs. Allah sagte, und dient Allah und gesellt ihm nicht bei und den Eltern gegenüber sollte er gütig sein. Und die Güte den Eltern gegenüber bedeutet nicht, dass man einfach tut, was die Eltern sagen. Nein. Wenn du einfach tust, was deine Eltern dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, dann nennt man das Gehorsamkeit. Güte den Eltern gegenüber bedeutet, dass du herausfindest und schaust, was mögen deine Eltern, und noch bevor sie den Mund aufmachen, tust du das für sie, damit sie mit dir wirklich zufrieden sind. Der Gelehrte sagt, und wie gesagt, es geht um die Eltern, aber das Prinzip ist das gleiche, weil es geht ja darum, dass man einem Geschöpf nicht in jedem Fall gehorchen muss. Er sagte, rahimahullah ta'ala, wenn ihre Väter oder Mütter, da redet von den Kindern, weil diese Frage wird manchmal mit Gelehrten gestellt. Wenn ihre Väter oder Mütter ihnen etwas anordnen, worin Erschwernis für sie ist und kein Nutzen für die Eltern, oder sie ihnen etwas anordnen, worin Schaden für die Kinder ist, entweder bezüglich ihrer Religion oder ihres Diesseits, so müssen sie den Eltern hierin nicht gehorchen. Und jetzt passt gut auf, lieber Bruder, liebe Schwester, die Gehorsamkeit ist Pflicht, wenn es um etwas geht, das den Eltern nutzt und den Kindern nicht schadet. Merken wir uns also diese beiden Bedingungen. Erstens, es muss denjenigen, der dir etwas anordnet, daran muss ein Nutzen sein für ihn. Diese Bedingung darf nicht verletzt sein. Und auf der anderen Seite darf es dem Kind nicht schaden. Denn wenn es ihm schadet, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man darf niemandem schaden. Im dritten Aspekt bezüglich dieses Themas der Gehorsamkeit dem Ehemann gegenüber, und das ist der Hauptaspekt, der eigentliche, und deswegen bitte ich euch um eure Aufmerksamkeit, geht es um die einseitige Betrachtungsweise dieser Hadith.
Unser Ayah liest manche Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er liest über, er ist alhamdulillah verheiratet, also stell dir vor, du bist verheiratet, ja, du hast eine Ehefrau. Und dann liest du jetzt irgendwas über die Rechte des Ehemanns und die Rechte der Ehefrau und wunderbar. Und logischerweise, du machst leider jetzt einen kleinen Fehler. Du stellst dir vor, dass du mit dieser Person Ehemann gemeint bist. Und du stellst dir vor, dass deine Ehefrau mit dieser Person Ehefrau im Hadith gemeint ist. Und dass die Hadithe genau euch beide ansprechen. Und jetzt gibt es natürlich eine Kluft. Ja? Weil wir sind bei weitem nicht das, was unser Prophet dann von uns gerne hätte. Ja? Aber jetzt, was wir gerne machen ist, wir picken uns aus dem Hadith das raus, was unseren Bedürfnissen entspricht. Das ist so ähnlich, wie wenn du im Surat Al-Ma'un lesen würdest, Fawailun lil Musallin, das heißt, wehe denjenigen, die beten. Und dann hörst du auf und sagst, Allahu Akbar, betet weiter. Nein, dieses Wehe gilt nicht für alle Betenden, sondern gilt für diejenigen, die ihren Gebeten gegenüber unachtsam sind. Ja? Deswegen liest du weiter, Al-Ladina hum an Salatihim sahun. Und dann darfst du meinetwegen in die Verbeugung gehen im Salat. Man könnte sich erst einmal fragen, diese, liebe Geschwister, diese Ahadithe des Propheten Hassan in Bezug auf die Gehorsamkeit dem Ehemann gegenüber, sind sie nicht ein klarer Beweis dafür, dass der Islam die Ehefrau ungerecht behandelt? Schaut euch einmal an. Die Ehefrau darf nicht fasten, freiwillig fasten ist hier gemeint, es sei denn, der Ehemann erlaubt es ihr. Zweitens, sie darf nicht einmal jemanden in ihr Haus reinlassen, es sei denn, der Ehemann erlaubt es ihr. Wenn sie sogar beim Brotbacken ist und der Ehemann ruft sie zu sich ins Bett, muss sie ihm Folge leisten. Obwohl sie beschäftigt ist. Noch mehr als das. Ich setze nur eine Stufe drauf. Wenn sie ihrem Ehemann irgendwas antut, was ihn kränkt, ihm Leid zufügt, dann wird sie verflucht von den Paradiesfrauen. Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, dieser Hadith über Tirmidhi, und er sagte, das Hasan al-Gharib, er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Folgendes gesagt hat. Immer, wenn eine Ehefrau in diesem Leben ihrem Ehemann Leid zufügt, dann sagt seine Paradies-Ehefrau, füg ihm bitte kein Leid zu, möge Allah dich bekämpfen. Er ist nur auf kurze Zeit bei dir, auf kurze Dauer, und dann wird er zu uns kommen. Also behandle ihn gut, das wollen sie damit sagen. Sind das nicht klare Beweise dafür, dass die Ehefrau ungerecht behandelt wird? Liebe Geschwister, dieses Denken oder diese Sichtweise entspringt aus einem falschen Verständnis. Ein falsches Verständnis, das wir jetzt versuchen wollen zu korrigieren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er von einem Ehemann spricht, dem gehorcht werden muss und einer Ehefrau, die gehorchen soll, dann hat er, sallallahu alaihi wasallam, eine bestimmte Persönlichkeit in seinem Kopf, von der er spricht. Denn vergesst nicht, unser Prophet hat nicht mit der Wand gesprochen, ja, sondern er hat mit Leuten gesprochen, die vor ihm waren. Und das waren seine Freunde, radiallahu anhum, die er selbst erzogen hat. Und er gibt ihnen jetzt folgende Anordnungen. Diese Persönlichkeit, liebe Geschwister, von der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht, ist ein gläubiger Ehemann, ein gottesfürchtiger Ehemann, der Allah gegenüber ehrfürchtig ist, der niemals jemandem ungerecht behandelt oder jemandem Leid zufügen will. Er möchte für jeden nur das Gute und das Schlechte von jedem abwenden. Diese Person weiß, was halal und was haram ist und würde sie ja nicht anordnen und verwehren. Wenn sie etwas verwehrt einer anderen Person, dann verwehrt sie aufgrund von Weisheit. Und wenn sie etwas anordnet, dann arbeitet sie an, weil sie weiß, dass darin bei Allah Gutes ist. Wieso, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn wir diese Hadithe lesen, stellen wir uns immer vor, dass wir diejenigen Personen sind, die damit angesprochen sind. Und das ist die Kluft. Und das ist der Fehler, von dem ich vorhin gesprochen habe. Diese Persönlichkeit, dieser Ehemann, von dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht, er liebt es, seine Ehefrau fastend vorzusehen. Warum sollte er ihr verweigern zu fasten? Warum? Er unterstützt sie sogar dabei, indem er zum Beispiel mitfastet. Das heißt, wenn er schon dieser Ehefrau verbietet zu fasten,
ein freiwilliges Fasten, dann weist es darauf hin, dass dieser vollkommene Ehemann einen guten Grund dazu hat. Er macht das nicht einfach so, aus Lust und Laune, weil er ihr zum Beispiel eins auswischen will oder ähnlich. Dieser Ehemann verdient es, dass der Prophet zu ihm sagt oder über ihn sagt, es steht einer Ehefrau nicht zu fasten, wenn ihr Ehemann zu Hause ist, es sei denn mit seiner Raus. Na, klar. Weil wenn sie dann das nicht macht, dann hat sie ein Problem, weil der Ehemann hat eher das verwehrt, weil es einen guten Grund dafür gibt. Dieser Ehemann liebt es zu sehen, dass seine Ehefrau glücklich ist und ihre Schwestern trifft und mit ihnen etwas für den Islam tut. Oder etwas anderes, was eben halal ist. Er wird niemals seiner Ehefrau verbieten, etwas Gutes zu tun. Diese Person ist es, die es verdient, dass wir über ihn sie sagen, wer von den Ehefrauen ihrem Ehemann nicht gehorcht, dann ist sie ungehorsam und hat eine Sünde begangen. Diese Ehefrau oder dieser Ehemann, liebe Geschwister, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht im Hadith, der ein reines Herz hat, vor dessen Zunge Aussagen und vor dessen Hand, vor dessen Taten alle Muslime sicher sind. Die Ehefrau hat keine Angst davor, wenn sie ihrem Ehemann widerspricht, von ihm verletzt zu werden. Und die Ehefrau hat keine Angst davor, vor ihm geschlagen zu werden. Und die Ehefrau weiß, dass sie ein Anrecht hat für ihren Ehemann. Sie weiß, dass sie ihren Mund aufmachen darf. Und sie weiß, dass sie ihm widersprechen darf, solange sie das mit Anstand natürlich macht. Diese Person, die ihrer Ehefrau gegenüber ihre Pflichten erfüllt, sodass die Ehefrau kein Argument hat, keinen Grund hat, ihm Leid zuzufügen. Sie hat keinen Grund, ihn zu kränken. Wenn sie ihn jetzt kränkt und jetzt ungerecht behandelt und jetzt verletzt, natürlich, dann verdient sie es, dass sie von den Paradiesfrauen verflucht wird und von den anderen Fluchenden. Mit anderen Worten, liebe Geschwister, wenn wir diese Hadithe lesen und uns diese Persönlichkeit vorstellen, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht, und uns vorstellt, na klar, was haltet ihr von dieser folgenden Aussage? Wenn Aisha radiallahu anha wa ardaha ihrem Ehemann sallallahu alaihi wasallam gehorcht, dann geht sie ins Paradies. Und wenn sie ihm nicht gehorcht, geht sie in die Hölle. Ich glaube, diese Aussage, über die sind wir uns alle einig. Wunderbar. Seht ihr, worum es geht? Es geht darum, um diese Ehemann, diesen Ehepersönlichen, diese Persönlichkeit, diesen vollkommen gläubigen Menschen. Liebe Bruder und Schwester, wenn du aus diesem Hadith verstehst, aus diesen Hadithen, die ich jetzt zitiert habe, verstehst, dass eine Ehefrau ihrem Ehemann immer gehorchen muss, in jeder Situation, dann bitte sei du auch dieser Ehemann, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, den wir jetzt mehr als deutlich gemacht haben. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, wa akhdim as-salam, wa kumul as-salam, wa sallam.